Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und ja, damit herzlich willkommen zum, ich sage jetzt mal vorerst letzten Video des Samsung KU 6079 im Einstellungsbereich. Und zwar ist es bloß eine Art Zusatzvideo. Ich habe ganz, ganz viele Anfragen bekommen nach den ganzen Einstellungsvideos. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn man HD-Sender nur schaut und keine SD-Qualität, also wirklich alles in HD-Sendern hat? Und wenn man das Ganze über einen SAT-Receiver oder. Und habe mich da jetzt auch nochmal rangesetzt, habe mir mal noch schnell einen SAT-Receiver wieder geborgt und habe da jetzt mal auch die Einstellungen noch gemacht, saß da wieder eine Ewigkeit dran. Was man da beachten muss, ist, dass obwohl man ja alles einen HD-Sender hat, trotzdem nicht überall natürlich die volle HD-Qualität bekommt. Das muss man natürlich mit berücksichtigen. Somit darf man auch vom Schärfegrad nicht übertreiben, man darf von der Farbgebung nicht übertreiben und natürlich auch vom Kontrastbereich nicht. Sonst sieht das Ganze nämlich ein bisschen schlecht aus. Hab jetzt wieder was Schönes für euch zurechtgebastelt. Bitte übernimmt es wieder einfach eins zu eins so und ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Ein nächstes Video im Einstellungsbereich zumindest wird es erst dann geben, wenn ich ein Update habe, ne? Also erst dann gibt es für euch halt wieder Einstellungsvideo, sollte ein neues Update kommen für den Fernseher und sollte sich irgendetwas in den Einstellungen verändern, gerade in der Bildqualität logischerweise, dann werde ich natürlich wieder die Quellen überarbeiten und euch Neues anbieten. Ich werde auch sicher mal nebenbei mal noch ein bisschen an den Quellen rumbasteln, um vielleicht doch nochmal hier und da nochmal 1% rauszukitzeln. Aber ja, da schauen wir einfach mal. Ansonsten, bitte, den Bildmodus nehmt ihr auf HDR Plus. Wie gesagt, ihr habt hier mehrere. Ihr könnt auch HDR Plus ausmachen und ihr könnt auch dynamisch nehmen oder sonst was. Ich finde aber HDR Plus macht eine recht gute Farbgebung oder also gibt eine schöne Farbtablette, mit der man halt recht gut arbeiten kann. Ne? Also von daher HDR Plus in meinen Augen bitte reinnehmen. Dann die Experteneinstellungen. Dort die Hintergrundbeleuchtung auf 20. Die Helligkeit 44, nicht über 44 bitte gehen. Bitte, bitte, bitte nicht machen, weil sonst haut ihr euch diesen wunderschönen Schwarzwert vom Fernseher weg. Den Kontrast macht ihr auf 93, auch den bitte nicht überspringen. Ihr könnt gerne nach unten gehen, das ist kein Problem. Aber drüber bitte nicht, weil sonst haut ihr euch die Details im hellen Bereich weg. Die Schärfe auf 22. Ich würde jetzt aber hier spontan sagen, das war auch ganz oft in den Kommentaren bei mir drinnen gewesen, dass die ein oder anderen bei der Schärfe ein bisschen was verändert hatten. Das kann gut möglich sein. Es kommt, der Schärfegrad ist natürlich auch abhängig von dem Sitzabstand. Das habe ich im ersten Video schon erläutert. Und natürlich auch von der Zollgröße, ne? In meinem Falle 60 Zoll, 65 Zoll, ne? Solltet ihr den Schärfegrad für diese HD-Sender auf 22 machen. Das sollte dann am besten passen. Farbe macht ihr bitte auf 46, würde ich nicht überschreiten, weil ansonsten wird es wieder zu grell und bunt. Den einen mag es gefallen, den anderen mag es zu blass wirken. Das ist wirklich immer unterschiedlich, aber es geht ja hier um Einstellungen, die das bestmögliche Verhältnis für die bestmögliche, ich sag mal, natürliches Bild, ne? Was ein bestmögliches natürliches Bild macht. Und dafür ist die 46 am besten geeignet. So, auch hier wieder Farbton 49 zu 51 auf dieser Quelle. Digital aufbereiten aus, Automotion aus. Und da möchte ich auch noch mal ganz kurz was sagen. Viele haben geschrieben, ja, aber manchmal ruckelt es und da, 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 da. Es kommt immer darauf an, welche Quellen ihr habt, ne? Klar gibt es bei manchen Szenen Ruckler drin, aber es kommt darauf an, wie ihr es eingestellt habt. Und das liegt nicht unter anderem am TV. Ihr könnt natürlich hier dieses benutzerdefiniert machen und was weiß ich, den Shutter-Effekt auf 2 machen. Ne? Das setzt aber immer so eine gewisse Unschärfe rein, ne? Und macht so ein Bild immer, finde ich, unnatürlich. Ne? Was hat meine Frau gesagt gehabt? Irgendwie sieht es aus, als ob die Bewegungen schwimmen. Ne? Ich mag das selber auch nicht, so dieses Künstliche, ne? Und das recht nicht Nachzieheffekte. Wenn ihr über einen Receiver schaut, wie in dem Fall, oder dasselbe auch natürlich für euch, für die Konsolenspieler, in dem ich ja das dritte Video gemacht habe oder auch das erste Video, da bitte doch einfach auch mal in den Konsolen bitte reinschauen, ne? Wo sind die Häkchen gesetzt? Habe ich 24 Hertz begrenzt bei Videoausgabe und. Das sind ganz wichtige Dinge und dann habt ihr auch keine Ruckler, da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen, ne? Also von daher, meinen Augen, aus damit, wirklich, braucht kein Mensch.
HDMI-UHD-Color ist ja hier Quatsch, wissen wir. Den HDMI-Schwarzpegel, je nachdem, was für einen Satzreceiver ihr verwendet, könnt ihr den auf gering setzen. Bei den anderen würde er ausgegraut sein, wie bei mir, in dem Fall von den HD-Receiver. Deswegen ist jetzt aber auch nicht schlimm, dann lasst ihn einfach ausgegraut. Die aller anderen machen bitte auf gering. Optimalkontrast bitte auf Mittel auch hier wieder setzen. Den Farbton bitte hier auf Standard machen. Ganz wichtig, den Weißabgleich. Auch hier gibt es wieder leichte Veränderungen. Bitte nochmal anschauen. Die 8, 12, 4, 2, 6 und die 4 bitte so übernehmen. Und das Gamma auch hier wieder auf 1. Bloß viele haben mich immer gefragt, warum machst du das Gamma immer so hoch? Das müsst ihr hoch machen. Der Fernseher hat einen unheimlichen Schwarzwert, also einen sehr schönen Schwarzwert. Das habe ich ja im ersten Video so schön erklärt, dass er wirklich für diese Preiskategorie wahnsinnigen Schwarzwert hat. Und warum wollt ihr euch den kaputt hauen, ne? Und ihr braucht aber Bilddetails, die im hellen oder die, beziehungsweise im dunklen Bereich, wollt ihr trotzdem Bilddetails erkennen, ohne euch den Schwarzwert kaputt zu machen. Also macht ihr das Gamma 1 nach oben, könnt aber dafür oben mit der Helligkeit, die wir ja oben auf 44 begrenzt haben, halt auch wirklich unten bleiben. Ansonsten müsstet ihr das Gamma auf 0 machen, ne? Dann hättet ihr quasi so einen Standard. Und dann müsstet ihr aber oben von der 44 auf 46 oder 47 bei der Helligkeit springen. Und das macht den Schwarzwert euch kaputt. Also bitte lasst es einfach so. Das ist wirklich das Beste. Und auch hier wieder den Farbraum natürlich auf Nativ. Ne? Ihr seht selber, es sind ganz kleine Unterschiede. Es mag wieder jeder sein, wie es ist. Nativ ist in meinen Augen die beste Wahl bei dem Fernsehgerät, egal bei welchem Eingang. Aber das habt ihr ja sicherlich in den anderen Dingern schon gesehen gehabt. Tja, ansonsten, wie gesagt, das war jetzt ein kleines Video. Das reicht auch eigentlich. Übernimmt es einfach so und dann schaut euch die Quellen an. Ich wiederhole nochmal, bitte nicht anhand dieses Videos natürlich urteilen. Mit meiner Kamera kann ich natürlich nicht so aufnehmen, wie das Bild tatsächlich ist. Wer den Fernseher hat, bitte einfach eingeben, dann seht ihr das Resultat selber. Und ich denke mal, es wird euch sehr, sehr gut gefallen. Also, ich bedanke mich fürs Reinschalten. Wie immer, Dankeschön für Like, Abos und natürlich meinen Käsekuchen. Ihr seid wirklich die größten, wahnsinniges Feedback. Ich freue mich über jede Nachricht, die ihr reinschreibt. Und auch wenn ihr mal Fragen habt oder so, ihr seht ja, ich versuche eigentlich jeden zu beantworten, ne? Also von daher, danke, 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 danke. Und ja, ich muss ja ab und zu ein bisschen umswitchen, weil sonst erkennt YouTube die Quelle und dann gibt es ein bisschen Ärger. Also Leute, Dankeschön, haut rein. Euer Sonnenschi, bis dahin, tschüss, tschüss.